Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Plugin Tutorial Review. Und zwar diesmal geht es um das Plugin Leatherheads, was auf Deutsch heißt Buchstabenköpfe. Was kann dieses Plugin? Mit diesem Plugin ist es euch möglich, bestimmte Köpfe mit allen möglichen Buchstaben, Figuren und was weiß ich nicht alles zu machen. Zum Beispiel, wie wir hier auf den Bildern sehen, könnt ihr Computer machen, Fernseher, hier buchstabieren, Pizza als Beispiel, eine Autobahn, Schilder bauen. Hier sehen wir auch nochmal eine Übersicht, was es doch alles möglich ist. Zum Beispiel jetzt mit dem Christmas Update haben wir jetzt Geschenke dazu bekommen. Und das ist auch alles ganz einfach. Es gibt keine Config, das ist das Schöne. Es gibt nur eine Permission, und zwar letterheads.use. Die gibt ihr dann der Gruppe, die sie benötigt, oder es funktioniert auch mit OP. Und ja, wie geht das also nun? Wir haben hier zwei Kommandos, slash lh, den Style. Wir haben hier verschiedene Styles, also Holz, Stein, Cobblestone, Christmas. Nehmen wir zum Beispiel Christmas oder Social hier unten. Dann gucken wir nach bei Christmas. Das hier, hier tragen wir also Christmas ein, dann Letter. Letter haben wir verfügbar. Center, Red Present, Green Present und Blue Present. Nehmen wir jetzt aber zum Beispiel den Social Style, können wir Twitter, Twitch, Instagram, Skype, Facebook, YouTube und Chrome nehmen. Und ja, das werde ich auch gleich nochmal in-game zeigen. Wir downloaden uns das Plugin einfach und ziehen es auf unseren Desktop, was ich hier schon gemacht habe. Hier habe ich unseren typischen Testserver. Dort fügen wir das Plugin einfach ein. Wie schon gesagt, es wird keine Config generiert. Und starten den Server. Das Plugin ist auch recht klein. Es schont den Server, also extrem optimal. Vor allen Dingen ist es einfach ein Must-Have für Lobby-Server, da ihr damit alles Mögliche schreiben könnt und es auch wesentlich vereinfacht wird. So, hier sind wir jetzt. Und jetzt hatten wir die Kommandos. Slash lh. Sehen wir schon. Letterheads 8.0, also 8.0 bei Smash HD. Dann den Style. Welchen wollen wir nehmen? Wir wollten Christmas nehmen. Christmas, dann den Letter. Letter. Da hatten wir Santa gesagt. So, jetzt haben wir schon Santa Claus in der Hand. Da ist der Santa. Oder wir wollen jetzt mal Social. Und dann, das passt ja, YouTube. Dann hängen wir YouTube einfach neben den Center daneben. Um das jetzt alles abzurunden, nehmen wir es einfach mal aus Holz und ein H. So, das setze ich dahin. Dann noch ein I und ich glaube, die meisten können sich jetzt schon denken, was ich schreibe. Und ein Ausrufezeichen, was auch funktioniert. Sehen wir schon, Hi YouTube und Weihnachten. Okay. Ja, das ist eigentlich auch schon alles, was das Plugin soweit kann. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da oder ein Abo, es hilft mir und ihr verpasst auch nichts mehr auf dem Kanal. Und wenn ihr noch Vorschläge habt für ein Video, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Danke fürs Einschalten, bis dahin, tschüss.